Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Positionen – Politik verstehen. Ich habe einfach alle Zeitungen, die hier in Berlin sind, mal angerufen und habe die vorher informiert, dass der Film kommt und habe gesagt, ich finde ihn wichtig, damit man sieht, jetzt nicht, weil das mein Film ist, ich habe das vorher noch nicht gemacht, ja, sondern in diesem Bezug, wie ein Geheimdienst gegen einen Regierungschef in Stellung gebracht wird, also wie die USA die Regierung in Schweden versucht haben zu stürzen, erfolgreich. Ja. So, und dann können Sie sehen, wer reagiert da drauf? Da reagiert Ken Jebsen und da reagiert die Junge Welt, heißt sie, glaube ich, also eine ehemalige DDR-Zeitung. Mhm. Die zum Beispiel der Freitag vom Herrn Augstein, mit denen habe ich zweimal gesprochen und die haben so gefragt, ja, so, also man war dann schon in der Kategorie Verschwörungstheoretiker. Ja, klar. Ja? Ja. Die anderen haben gar nicht zurückgerufen. Also ich habe wegen so einem Tagesspiegel, der hat nochmal mit mir gesprochen, aber es kommt da nicht. Und das Nächste, was Sie gucken können, sind, dass diese Zeitungen ja abgeschottet sind. Versuchen Sie doch mal auf einer Webseite von der Zeitung ein Telefon zu finden, wo Sie anrufen können, wenn Sie eine Geschichte haben. Das ist nicht erwünscht. Nee. Ja. Ja, das ist eine intern um sich kreisende Gruppe, die sich auf sich selbst referenziell betrachtet und die dann sagen, nur wer in dieser Gruppe ist, ist ein relevanter Gesprächspartner. Mhm. Ja, weil jemand, der die richtigen Sachen sagt. Das ist sozusagen oder der die falschen Sachen gar nicht erst fragt. Das ist das Gegenteil von dem, was wir alle im Sozialkundeunterricht erzählt bekommen haben, wie sowas funktionieren soll. Mhm. Was würden Sie denn, als wenn Sie noch im Amt wären, was würden Sie denn tun, wenn Sie wissen, Sie haben es mit einem Imperium zu tun, das Imperium braucht ein Feindbild, können wir vielleicht auch noch, es geht gar nicht ohne Feindbild. Ja, und das wechselt sehr schnell. Von Noriega zu Milosevic, zu Gaddafi, zu Saddam Hussein. Ja, aber sie brauchen eins. Zu Bin Laden, zu Putin. Das geht so schnell, dass man immer zuvor denkt, wenn der weg ist, dann ist gut und dann kommt schon der Neue. Ja. Also das, sie brauchen halt immer. Ja, also das Vorübergehende ist eigentlich Standard. Das kommt immer vorübergehend. Und es spielt auch keine Rolle, aus welcher Religionsgruppe der kommt. Oder das sollte uns ja klar sein. Wenn wir raus wollen aus diesen kriegerischen Konflikten, müssen wir gucken, dass wir vernünftige Lösungsansätze finden. Wie sollen wir denn vernünftige Lösungsansätze finden, wenn sich Staatschefs treffen wollen, weil die sich einigen wollen? Wie wollen die das machen? Sie werden doch komplett abgehört. Ja. Das wird doch hintertrieben. Es wird auf vielen Ebenen hintertrieben, aber wir haben ja immerhin die Möglichkeit, uns darüber zu unterhalten. Wir haben die Möglichkeit, diese Ideen weiterzutragen und wir sollten es von den Leuten fordern. Was ich nur meine, ich glaube, was wirklich gefährlich ist, ist zu glauben, dass, wenn man nichts tut, irgendetwas besser wird. Nein, das wir ist müssen klar. Wirklich, wenn wir die Freiheit, die wir im Grundgesetz oder die wir im Sozialkundeunterricht als Kinder mal erzählt bekommen haben, die Erwachsenenrealität sieht anders aus, wenn wir das erhalten wollen, müssen wir kämpfen. Das ist nichts, was erhalten bleibt dadurch, dass man denkt, das ist gut organisiert, es wird bleiben. Mhm. Es wird uns Stück für Stück weggenommen im Moment. Wenn wir es haben wollen, müssen wir es uns zurückholen. Ich denke, Sie sind aus der Schweiz, das ist für mich immer ein Entscheidender. Wir sitzen jetzt hier und reden und dann gehen wir schön nach Hause, Ende. Was hat das bewegt? Das ist immer die Frage, die kommt. Wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hätte, Volksabstimmung zu haben, also eine direkte Demokratie, in dem Vorgaben gegeben werden aus der Bevölkerung, dann hat so eine Diskussionsrunde einen ganz anderen Wert, weil sie könnte zu einer Abstimmung führen. Ja. Wenn ich eine Möglichkeit der direkten Demokratie einführe, dann ist all das, was gefordert wird, der Diskurs zwischen den Staatsbürgern, der ja nicht mehr stattfindet, ja, solche Diskussionsrunden fänden jetzt im Fernsehen nicht statt, hat dann wieder einen hohen Wert. Also das wäre ein Faktor, dass wir sagen müssen, wir müssen uns die Macht, die delegiert worden ist, wenigstens stückweise zurückholen. Ja, wir kontrollieren, was die Politiker machen und wenn sie das falsch machen oder wenn sie uns belügen, dass etwas passiert. Mhm. Was ja passiert ist, wenn Sie sehen, real gehen die Leute einfach nicht mehr wählen. Ja. Die sagen ja nicht, ich wähle sozusagen, ich nehme jetzt eine andere Partei, sondern sie verzweifeln an dieser Gesamtsituation. Man muss ja eben auch positive Visionen sozusagen haben und da alle Leute, mit denen ich darüber rede, sagen, ja stimmt, warum ist das so? Warum kann die Ukraine eigentlich nicht ein blockfreier, neutraler Staat sein, wie Österreich auch? Österreich ist auch nicht in der NATO. Ja? Ja. Und warum kann die Ukraine nicht eine Föderation sein wie die Schweiz mit vier verschiedenen Sprachen? Und der Appenzeller hat mit den Menschen am Genfer See kulturell auch nicht so viel mehr zu tun. Nee. Also da ist nicht so ähnlich wie der Ostukrainer mit den Leuten da in Lemberg oder so. Oder der Rheinländer mit dem Westfalen. Der Rheinländer mit dem Bayern ganz oder mit dem Westfalen. Ja, also warum kann so ein Land, was historisch ja auch so zerrissen ist, wie es nun mal ist, warum kann man daraus keine Föderation machen und sagen, ihr bleibt jetzt erstmal wegen mir für die nächsten 50 Jahre neutral, ihr seid eine Achse zwischen Russland und Europa. Hier könnte das alles zusammenwachsen. Das wäre ja eine positive Vision. Yeah.
daraufhin muss man arbeiten. Die Amerikaner haben das Gegenteil. Die wollen einen Konflikt schüren. Und wir sind eben ein gemeinschaftliches, sozusagen ein gemeinschaftliches Wesen, und dann ist das Gegenmodell ist Palaver von den Indianern. Ja. Palaver bedeutet, man setzt sich, also ist in schweren Verruf geraten, ist aber eine gute Sache, man setzt sich so lange zusammen und redet, bis alle zustimmen. Bis eine Lösung da ist. Bis eine Lösung da ist und alle sagen, damit kann ich leben. Mhm. Das ist Zivilisation. Also ich möchte mich dem nur anschließen. Ich denke, der erste Punkt, für das wir auch alle brennen und für das wir so viel forschen, ist Transparenz schaffen, wie diese Lügen überhaupt laufen, wie diese Spiele laufen, wie die Kombination von Lüge und Gewalt funktioniert. Das machen wir jetzt. Ich glaube, da haben wir Fortschritte, das muss man wirklich sagen. Das gab es vor 20 Jahren in dieser Art nicht. Und ich war schon in vielen Talkshows und sehr oft, ich kann mich erinnern, eine Talkshow in der Schweiz, da ging es um die Wiederwahl von Obama. Die Frage der Sendung war USA geliebt und gehasst. Da war der amerikanische Botschafter in der Schweiz mir, und das ist jetzt was anderes, ja, weil ich habe dann erklärt, wie viele Länder die USA bombardiert haben, und er hat mir erklärt, dass es natürlich immer nur für die Menschenrechte war. Und diese Diskussionsrunde, die wir hier haben, ist ohne, dass eigentlich einer immer diese Kriege verteidigt. Ja. Wir haben sonst immer in allen, und ich habe schon viele Diskussionsrunden gemacht, kürzlich bei Servus TV im Hangar 7, da haben wir auch über den Syrienkrieg diskutiert, und ich habe gesagt, es ist eben keine gute Idee, wenn man jetzt auch noch Syrien bombardiert, überhaupt können wir das Böse nicht wegbomben. Und der andere, ein amerikanischer Journalist, hat dann eben ganz hart darauf beharrt und gesagt, wir müssen bombardieren, es ist wichtig, hier sind ganz große böse Männer, die müssen wir wegbomben, haben wir schon erfolgreich in Libyen gemacht. Und das heißt, wir haben eigentlich in allen Fernsehsendungen, bis heute in allen Talkshows, haben wir einen Vertreter der Gewaltpredigt. Das haben wir immer. Oft sind die sogar noch die Mehrheit. Und hier haben wir mal eine Gruppe, wo niemand, Herr Brückers, niemand ist jetzt, niemand möchte bombardieren oder foltern. Oder? Hm. Nein, niemand. Nein. Und da finde ich eine wunderbare Runde, weil hier kann man dann schon irgendwie einen Schritt weitergehen. Man ist sich einig, nicht foltern, nicht bombardieren, nicht terrorisieren. Dann kann man sagen, okay, auch nicht lügen, Transparenz schaffen. Und wenn wir schon so gut unterwegs sind, möchte ich noch auf diesen nächsten Schritt hinweisen. Wenn man so weit gegangen ist als Individuum, dann kommt man leider in die Phase der Resignation. Also dann hat man das Gefühl, ich habe viele Freunde oder so, die kommen dann zu mir und sagen, okay, ich habe es begriffen, ABC-Waffen gelogen, 9-11 ungeklärt, Ukraine irgendwie schützen auf der Seite. Und dann kommt die Resignation, dann kommt so dieses von, der Mensch, der ekelt mich. Also ich mag ihn gar nicht mehr. Also ich mag mich nicht mehr, ich mag eigentlich auch nicht mehr so, und überhaupt, mir reicht's. Und da wäre es dann wichtig, dass man über das durchkommt, ja, und da muss jeder seine Techniken finden, weil in der Resignation sind wir völlig gelebt. Wenn wir uns heute unser Land ansehen, wie es ist, dann sind wir als Staatsbürger gar nicht mehr gefragt. Man will uns gar nicht mehr, und wir verhalten uns auch so, dass wir weggeschoben werden können. Wir müssen da zu diesen im Kern tradierten Überlegungen, die ja modern angereichert werden können. Wir müssen dahin zurückkommen und wir müssen sie neu gewinnen. Statt und deswegen, TTIP, was genau die entgegengesetzte Bewegung ist, wo alles diktiert wird. Ist Entmündigung. Ja. Herr Bimmer, wie wichtig ist es, dass wir als Bürger, wenn wir das nicht nur das Gefühl haben, wenn wir wissen, dass von deutschem Boden aus Drohnenkriege geführt werden, ohne Rammstein ging es nicht, dass wir dort kollektiv uns hinbewegen und ein Zeichen setzen, und zwar in großen Massen. Wir haben doch auch die Love Parade hinbekommen, da sollten wir es doch nach Rammstein schaffen. Ja, man kann mit Sicherheit an alles denken, und ich will das auch gar nicht limitieren. Nur der Adressat für diese Dinge heißt Bundeskanzlerin, Bundespräsident, Präsident des Verfassungsgerichts. Mhm. Das sind die, und der Präsident des Deutschen Bundestages. Die sollen keine Festreden reden und uns in die Ohnmacht führen. Die sollen was machen. Mhm. Sie haben eine Verpflichtung der Verfassung gegenüber. Aber reagieren die nicht erst auf die Straße? Ja, die Frage ist natürlich... Haben die jemals auf die Straße reagiert? Ich bin mir nicht sicher. Also wir sind ungefähr gleich alt. Da gab es die Friedensbewegung in den 80er Jahren. 500.000 Leute haben im Bonner Herrengarten demonstriert. Da hat die Politik schwer drauf reagiert. Ja. Also das, so eine Friedensbewegung würde ich mir ja heute wieder wünschen. Würde ich mir auch wünschen. Genau, und wir haben ein Medium noch mit dem Netz, wo sich jeder informieren kann und wo sich jeder artikulieren kann. Ich habe
vor der Sendung Herrn Wimmer das erzählt. Ich habe das Buch unter anderem geschrieben im letzten Jahr, weil ich einen Verwandten von mir in Mönchengladbach besucht habe, einen alten Herrn von fast 90, der mir sagt, Matthias, ich glaube nicht mehr der Tagesschau, ich gehe jetzt ins Internet. Also 90-Jährige, die ihr Leben lang die Tagesschau wie das Wort Gottes mehr oder weniger wahrgenommen, die machen nicht mehr mit. Ja. Das bestätigt das. Das ist die Medienrevolution, die läuft.